Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video zum Thema Bitcoin. Ich hatte ja in dem ersten Video schon den Überblick gegeben. Von daher guckt euch bitte das Video zuerst an, bevor ihr mit dem Video startet. Es geht hier jetzt um das Thema Bitcoin Lightning. Also wie kann man denn mit Bitcoin bezahlen? Wie kann man auch anonym damit bezahlen? Und ich habe hier was vorbereitet, nämlich zwei Handys, um euch einfach zu zeigen, wie das geht. Die Handys haben auch unterschiedliche Hintergründe. Also das erste Handy, seht ihr, hat farbige Icons und eben so ein Fischglas im Hintergrund. Und das zweite hat einen schönen Berghintergrund und weiße Icons. Also auch das lässt sich mit dem Freiheitshandy realisieren. Und ja, ich würde jetzt auf beiden Handys eben die App installieren, die heißt Blue Wallet. Das machen wir jetzt mal. Dazu gehe ich in den F-Droid Store auf beiden Geräten, suche dort eben nach Blue Wallet. Die Apps gibt es natürlich auch, oder die App gibt es natürlich auch im Google Store und im Apple Store. Also man muss da nicht jetzt zuerst ein Google-freies Handy haben, aber es ist natürlich besser, gleich damit zu starten und zuerst das Handy zu aktualisieren und dann eben den zweiten Schritt zu gehen. Genau, wir haben hier die Blue Wallet. Die installiere ich jetzt mal auf dem ersten Handy. Auf dem zweiten Handy mache ich das auch schnell. Gehe dort eben auch in den F-Droid Store. Suche dort nach Blue Wallet. Und installiere eben auch dort die Blue Wallet hier aufs erste Handy zurück, weil da ist schon fertig. Installiere diese App und öffne die jetzt auch gleich und zeige euch jetzt, wie ihr eben innerhalb von 30 Sekunden oder innerhalb von 2 Minuten eigentlich eine eine anonyme Bitcoin-Zahlungswallet erstellt. Ich gehe hier jetzt erstmal hin und ändere die Sprache auf Deutsch. So, und die Währung kann ich auch schauen, ist, glaube ich, schon auf Euro eingestellt. Genau, ist automatisch gemacht. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, eben eine Wallet hinzuzufügen. Ich sehe gerade, auf dem zweiten Handy läuft die Installation noch ein bisschen langsamer, aber es macht nichts. Wir machen es jetzt zweimal. Das heißt, ich gehe auf Jetzt hinzufügen. Dann ist wichtig, eben, ich gehe mal ein bisschen größer rein. Wir haben jetzt hier drei Möglichkeiten. Wir können nämlich auswählen, eine Bitcoin-Wallet zu erstellen oder eine Lightning-Wallet. Und wichtig ist eben, dass ich hier eine Lightning-Wallet auswähle. Die können wir zum Beispiel Satoshis nennen. Satoshis ist wie bei Euro und Cent. Also ein Bitcoin sind 100 Millionen Satoshis, und es ist auch miteinander gekoppelt. Also man kann diese Satoshis nicht unbegrenzt erzeugen. Gehe jetzt hier auf Lightning und dann einfach auf Erstellen. So, jetzt wird eben die Wallet auch erstellt. Und wichtig ist jetzt, ich hatte es ja im anderen Video erklärt, das ist natürlich weniger sicherer als Bitcoin. In der Form, in der wir es jetzt tun, ist es so, dass dieser Code, der hier unten erscheint, oder dieser Barcode, der hilft euch, diese Wallet wieder auf jedem Handy wiederherzustellen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, jeder, der diesen Code hat, kann eben an eure Wallet ran. Deshalb solltet ihr den sichern. Das heißt, ihr klickt einmal darauf, und auf dem Freiheitshandy gibt es ja die App Quillnote. Dort könnt ihr dann einfach eine Notiz erstellen und könnte ich hier einfügen. Ich spare mir das jetzt, weil es ist ja nur eine Demo, und außerdem müsste ich es aus dem Video dann rausschneiden und unsichtbar machen. Das heißt, ich gehe jetzt wieder zurück, sage hier, okay, meine Sicherung ist erstellt. Und jetzt seht ihr, jetzt habt ihr auch schon eure Wallet erstellt, eure Lightning Wallet. Die hat im Moment 0 Satoshis. Ihr könnt auch, wenn ihr hier oben eben auf die
Satoshis klickt, umschalten zwischen Bitcoin, Satoshis und Euro. Ihr habt es gesehen, es kam jetzt ganz kurz eine Fehlermeldung. Manchmal dauert es noch kurz, bis die eben auf dem Server auch erstellt ist und dann geklappt hat. So, und das Gleiche mache ich jetzt auf dem anderen Handy. Da sieht ihr, es lädt leider noch, das heißt, es ist ein bisschen langsam. Um euch jetzt nicht zu lange warten zu lassen, würde ich jetzt einfach das zweite Handy mal im Hintergrund weiterlaufen lassen und würde euch schon mal auf dem ersten Handy, wo es schon installiert ist, zeigen, wie man Dinge empfängt, weil es ist eben eine anonyme Transaktion. Dementsprechend habt ihr jetzt keine Bankverbindung oder eine Kontonummer, die ihr weiterschicken könnt, sondern es funktioniert hier so, dass ihr auch nicht, warum dieser Fehler kommt. Das ist natürlich der Vorführeffekt. Wir gucken einfach mal. Müssen wir doch noch kurz warten, bis die Wallet komplett auf dem Server wahrscheinlich auch synchronisiert ist. Das heißt, ich würde jetzt nochmal auf das zweite Handy gehen in der Zwischenzeit. Würde dort auch nochmal gucken, dass ich es neu starte. Ah, und dann geht es auch schon viel schneller. Das heißt, wir machen jetzt den gleichen Prozess einfach nochmal. Wir installieren die Blue Wallet und gehen auf Öffnen. Auch da mache ich jetzt ein Handy, eine Wallet, die nenne ich jetzt 21. Weil, wenn ihr zum Beispiel Fragen habt zu Bitcoin, gibt es eine Community, die nennt sich 21, kommt von 21 Millionen Bitcoin. Es wird eben nie mehr geben als 21 Millionen Bitcoin, was auch den deflationären Charakter von Bitcoin erklärt. Und solange ich jetzt hier kurz warte, zeige ich euch mal schnell noch diese Webseite. Na, wo ist er? Hier. Das heißt, die Webseite ist 21.space und man sieht auch, es gibt deutschlandweit schon Menschen, die sich eben mit Bitcoin beschäftigen und die euch auch wahrscheinlich gerne weiterhelfen oder wo man sich austauschen kann. Man sieht, es gibt zum Beispiel auch eins in Stuttgart. Aber ich denke, die Abdeckung in Deutschland ist ganz gut. Ihr werdet auf jeden Fall in eurer Nähe etwas finden, was euch dabei, wo euch die Leute, die sich mit Bitcoin beschäftigen, eben weiterhelfen. So, jetzt bin ich hier zurück. Ich mache die Wallet jetzt genauso wie beim anderen. Das heißt, ich klicke auf Lightning, klicke hier auf Create, stellt es dann noch auf Deutsch um. Ich gehe mal so lange auf das andere, dann muss ich meinen Code hier nicht nochmal rausschneiden. Das heißt, ich habe die jetzt auch erstellt. Und stelle hier auch noch schnell die Sprache um auf Deutsch. So, und jetzt sehe ich eben, dass ich auf beiden Handys das gleiche Bild habe. Ich habe eine Wallet gemacht, die heißt 21. Die andere heißt Satoshis. Die eine läuft noch in Satz. Habe noch nicht auf Euro geklickt. Mache ich jetzt aber auch gleich, um eben dort zu verwalten. Das Lustige ist, auch auf dem zweiten Handy kommt jetzt keine Fehlermeldung mehr. Auf dem ersten Handy auch keine Fehlermeldung. Das heißt, ich habe jetzt hier die 21 und hier die Satoshis. Und ich hatte ja vorher schon gesagt, also das ist anonym. Das heißt, ich kann keine Bankverbindung weitergeben, sondern ich muss immer so etwas wie eine Rechnung erstellen. Dazu klicke ich eben hier unten auf Erhalten. Jetzt fragt mich das System nochmal, ob ich wirklich meinen Wiederherstellungscode gespeichert habe. Ja, habe ich, weil vorher sollte ich eben nichts empfangen. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte 10 Euro empfangen. Man sieht auch, es wird automatisch umgerechnet in Bitcoin bzw. In Satoshis, wenn ich auf Satoshis umgestellt habe. Das heißt, es wären 24.271 Satoshis. Ich sage jetzt mal wieder die Euros. Und jetzt sage ich erstellen. So, und jetzt wird mir eine sogenannte Lightning-Rechnung erstellt. Ich sehe auch, ich habe hier einen Barcode, beziehungsweise hier unten im unteren Teil. Ich zeige das mal größer. Also hier habe ich den Barcode. Und hier unten habe ich das, was in dem Barcode drinsteht.
Ich kann natürlich, wenn ich jetzt so wie ich die zwei Handys nebeneinander habe und eine Transaktion durchführe, bequem den Barcode verwenden. Ich kann hier aber auch natürlich dann sagen, teilen und das Ganze zum Beispiel per Signal oder per Telegram an den Empfänger schicken. Wenn man zum Beispiel eine Zahlung machen möchte nach Tansania, könnt ihr euch denken, warum, dann geht es ganz bequem mit dem Teilen-Button. Ich nehme jetzt mal wieder zurück und gehe jetzt auf mein privates Handy. Das ist das hier. Und habe dort eben auch eine Lightning Wallet, wo schon Guthaben drauf ist. Und gehe dort eben auf Senden. Ich zeige euch das auch gleich mal. Wir laden jetzt erstmal auf dieses Handy was drauf. Ich scanne jetzt diese Rechnung. Damit zeigt jetzt mir das System hier an, auf meinem Handy, ne, jetzt scharf, genau, ob ich das bezahlen möchte. Und ich klicke auf Bezahlen. Und man sieht schon, auf dem anderen Handy ist das jetzt innerhalb von Millisekunden angekommen. Also das ist das Tolle an Lightning gegenüber Bitcoin. Bitcoin ist da sehr langsam zum Bezahlen. Das nimmt man natürlich auch nicht, um 4 Euro beim Bäcker zu bezahlen. Dafür ist dann Lightning das Richtige. Und ich sehe jetzt, ich habe hier ein Guthaben von 10 Euro. Jetzt machen wir das Ganze nochmal, weil dieses zweite Handy, das 21 Handy, das hat ja noch kein Guthaben. Und wir möchten jetzt auch hier auf dieses 21 Handy ein Guthaben machen. Das heißt, ich klicke hier Erhalten und dann kriege ich jetzt hier auch wieder die Warnung. Habe ich denn meinen Code gesichert? Ja, den habe ich. Und jetzt mache ich hier einfach mal 5 Euro. Dann sage ich, ich möchte das Ganze erstellen. Jetzt bekomme ich eben wieder eine Lightning-Rechnung. Und jetzt gehe ich auf mein erstes Handy, wo die 10 Euro drauf sind, und sage hier, ich möchte Geld senden. Jetzt habe ich hier eben die Möglichkeit, einen Scan-Button zu machen, zu benutzen. Oder ich könnte auch, wenn ich das über Telegram oder über Signal oder wie erhalten habe, hier dann direkt den Code eingeben. Ich mache es jetzt komfortabel. Sage scannen. Scanne jetzt diesen Barcode von dem anderen Handy, sieht, okay, 5 Euro soll ich bezahlen. Und jetzt gehe ich eben auf das andere Handy, dass man mit diesem schönen Effekt sieht. Ich klicke hier auf Zahlen und fast in gleichzeitig sehe ich auf dem einen Handy, dass ich das Geld erhalten habe. Ich zeige mal beide Handys jetzt nochmal. Also das ist das Geld, wo ich das erhalten habe. Und hier ist das Handy, wo ich das Ganze gesendet habe. Ich klicke jetzt hier auf Fertig. Gehe jetzt auch mal in den Vollbildmodus nochmal. Sehe, ich habe es hier bekommen. Moment, hier habe ich es erhalten. Sehe jetzt auch, hier habe ich meine 5 Euro. Gehe dann auf das andere Handy und sehe, aha, da wurden 5,02 € bezahlt. Wofür sind diese 2 Cent? Das sind eben die Transaktionsgebühren, die bei Lightning sehr, sehr niedrig sind. Und deshalb sind jetzt hier noch die 4,98 € drauf. Und diese 2 Cent dienen natürlich auch dazu, die Leute, die die Infrastruktur eben zur Verfügung stellen, für dieses Lightning-Netzwerk zu vergüten. Genau, ich sehe in beiden Handys meine Transaktionen. Also auf dem ersten Handy sehe ich, dass ich 10 Euro erhalten habe und dann 5 Euro weitergesendet habe, beziehungsweise 5,02 €. Wenn ich drauf gehe, kann ich mir auch die Details nochmal ansehen. Und auf dem anderen Handy habe ich jetzt auch diese 5 Euro. Ja, so einfach geht's. So einfach habt ihr euch jetzt eine anonyme Bitcoin-Wallet erstellt, mit der ihr ganz schnell international Zahlungen vornehmen könnt, die eigentlich in Echtzeit stattfinden und zu minimalen Gebühren. Und ja, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wollen wir es natürlich auch. Wir haben auf unserer Webseite jetzt, mal gucken nochmal, der ist gerade in den Sperrmodus gegangen. Eine Möglichkeit eben auch
geschaffen, um mit Bitcoin uns unterstützen zu können. Das heißt, ihr geht hier auf Unterstützung. Jetzt gehe ich hier mal auf, damit das Guthaben auch reicht, auf 4 Euro. Jetzt seht ihr, jetzt wird euch auch wieder ein Barcode gemacht. Standardmäßig ist noch auf Bitcoin eingestellt, aber es macht natürlich keinen Sinn. Einfach wegen der Transaktionskosten, so kleine Beträge mit Bitcoin zu überweisen, sondern man kann jetzt hier Bitcoin Lightning nehmen. Ich nehme jetzt wieder das Handy, wo die 4 Euro drauf sind. Sag das mal, gehe auf die andere Seite. So. Habe eben jetzt hier meine 4,98 € klar, oder 5 Euro Guthaben. Klicke jetzt hier auf Senden, scanne den Barcode auf der Webseite, sehe, dass dort jetzt eben vorgeschlagen wird 3,98. Wahrscheinlich ist der Umrechnungskurs Bitcoin gerade ein bisschen runtergegangen. Klicke auf Zahlen und sehe jetzt eben das Gleiche, was ich vorhin auf dem Handy gesehen habe. Ich zeige es eben auch nochmal auf der Kamera. Das heißt, hier wurde sofort die Zahlung eben ist angekommen. Und auch hier ist es eben so, dass es wieder mit minimalen Gebühren funktioniert hat. Ich glaube, die Gebühren waren auch wieder 2 Cent. Genau, es sind nämlich 3,98 € angekommen und 4 Euro wurden hier abgebucht. Ich sage es nochmal auf dem, ich gucke da nicht zu viele Handys hier. So, hier sehen wir jetzt einfach, dass ich die 4 Euro geschickt habe. Nämlich an Querdenken 711 unterstützen. Das sieht man so. So, von daher hoffe ich, dass euch das Video Spaß gemacht hat. Wie bekomme ich Satoshis auf meine Lightning Box hier? Dazu empfehle ich euch eben das erste Video, da habe ich es genauer erklärt. Also ihr würdet ja die Satoshis oder eure Bitcoin erwerben über eine Börse. Dann würdet ihr die sicher speichern, zum Beispiel auf einer, so einer Bitbox, also nicht auf der Börse liegen lassen. Und dann könnt ihr die ganz einfach eben von der Hardware-Wallet an euren Geldbeutel, an eure Lightning-Wallet schicken. Geht nämlich hier auf Beträge verwalten. Nur kurz umschalten, dass man es wieder komplett sieht. Oder so unten sieht. So, und hier kann ich jetzt sagen, mit externem Wallet aufladen. Dann bekommt ihr auch hier in diesem Fall jetzt eine Bitcoin-Adresse. Und dann würdet ihr einfach auf eurem Gerät diese Bitcoin-Adresse eingeben. Würdet dort einen kleinen Betrag, den ihr eben auf eurer Geldbörse haben wollt, überweisen. So, jetzt vielen lieben Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Bitcoin-Lernen. Danke euch. Tschüss.